So, dann wünsche ich euch jetzt erstmal allen einen schönen Advent. Es ist ja jetzt schon Dezember und da steht wieder ein neues Shop-Update an. Das ist jetzt heute fällig. Es gibt ein paar Sachen, die neu sind. Also wie ihr hier jetzt vielleicht schon direkt seht oder wer halt das Video von am Samstag gesehen hat. Ich habe mir jetzt hier noch solche Energieketten besorgt. Die sind jetzt von der Firma Igus. Die waren jetzt gebraucht, die sind nicht neu. Ich habe mich für diese Variante entschieden mit 50 mm in. Wobei ich jetzt halt sagen muss, die ist doch relativ groß, deutlich größer als gedacht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu groß war. Aber die ganzen kleinen China-Dinger, was ich so gesehen habe, die waren mir alle ein bisschen zu schmal, weil ich muss 3 Druckluftleitungen da durchlegen. Das Kabel für den Motor, das Anschlusskabel für die Spindel und dann muss ich noch 2 Endschalterkabel da durchlegen. Habe ich gedacht, das kleine könnte ein bisschen eng werden. Habe ich mich hier für diese große Variante entschieden. Da habe ich einmal so ein Meterstück und noch ein Stück, das ist 2 Meter lang und hier noch so ein Ersatzstück, dass ich noch ein bisschen was ausgleichen kann. Das mal zum ersten, die werde ich anbauen. Dann habe ich hier jetzt noch diverse Schrauben besorgt. Und was ich auch noch besorgt habe, waren diverse Winkel für dieses E-Temp-System, um die Maschine ein bisschen zu versteifen. Das geht ganz schön ins Geld, das Zeug, muss ich wirklich sagen. Also gerade Schrauben und so ein Kram. Klar, so eine Schraube kostet nichts, aber wenn du dann halt mal 200, 300 Schrauben kaufen musst, das ist doch schon ein bisschen was. So, dann habe ich jetzt hier noch ein paar Werkzeugaufnahmen gekauft. Das hier sind jetzt alles Werkzeugaufnahmen mit ER16 Spannen. Also ich kann hier drin Fräser spannen bis 10 mm Durchmesser. Das ist jetzt nicht riesengroß, aber ich glaube halt, dass das für meine Maschine so die gängige Größe sein wird. So 6-18 mm. Und ich habe ja noch diese alten Aufnahmen hier. Mit denen kann ich, glaube ich, spannen bis 25 mm. Aber die meisten Sachen werden wahrscheinlich hier rüber sich abspielen. Und die waren halt so günstig, deswegen habe ich gerade, ich glaube, 14 bestellt. Alles, was wir halt noch hatten von dieser Größe. Aber leider passen die halt nicht ganz. Also wenn man die jetzt so mal direkt vergleicht, die Kegel hier, ist das hier halt eine längere Ausführung. Hin und her, auf jeden Fall passen die so, wie sie sind, halt nicht auf meine Maschine. Dafür muss ich hier hinten diesen Anzugsbolzen noch ein bisschen anpassen. Aber dazu gibt es halt mehr in einem separaten Video dazu. Dann hier habe ich mir jetzt mal ein paar Reibahlen besorgt. Also ich weiß nicht, wer es war. In den Kommentaren meinte irgendjemand nur, ah, so, wenn man so Maschinen hat, sollte man doch Reibahlen so als Standardwerkzeug haben. Das stimmt halt schon. Aber Reibahlen an sich sind schon relativ teuer. Klar, es gibt immer diese China-Sets, die sind aber halt auch nicht so der Hit. Deswegen habe ich mir jetzt hier so einen Sack voll Reibahlen mal so gekauft, gebrauchte. Die werden wahrscheinlich nicht mehr alle gut sein, vor allen Dingen, wenn die halt so gelagert waren, ist das wahrscheinlich auch nicht unbedingt hilfreich für die Schneidhaltigkeit. Da sind alle möglichen Reibahlen drin, die es gibt, von Kegelreibahlen bis zu normalen Reibahlen. Die werde ich jetzt in nächster Zeit einfach mal ausräumen, aussortieren, sauber machen und gucken, was ich dann alles so ersteigert habe. Das war auch nicht so teuer, ich glaube, das waren 60 Reibahlen, da habe ich so ein paar 30 Euro dafür bezahlt. Also, selbst wenn ich da noch einige wegschmeißen muss, dann war das noch ein fairer Preis. So, dann habe ich auch hier in den letzten Tagen noch so eine Feuertonne gebaut. Auch ein relativ simples Projekt, dazu habe ich jetzt auch mal ein Video gemacht. Wie ich das gemacht habe, ist relativ schnell gemacht. Das habt ihr in 2 Stunden, ist mal damit durch, mit Schweißen und allem hin und her. Da kommt auch in den nächsten Wochen noch das Video dazu. Dann habe ich auch noch ein paar Neuigkeiten hier zum Kompressor. Also der Kompressor, der funktioniert jetzt irgendwie nicht mehr. Also er läuft kurz an, er produziert so 1-2 Bar und dann bleibt er stehen, beziehungsweise hier oben fliegt die Sicherung raus. Dann haben wir das Ganze jetzt hier mal ein bisschen mit meinem Elektriker zusammen, haben wir das Ganze mal ein bisschen näher analysiert. Soweit wir das jetzt feststellen konnten, liegt es wahrscheinlich hier am Motor. Der ist irgendwie kaputt. Also der zieht halt auf jeden Fall 40 Ampere. Das ist halt viel zu viel und deswegen geht das halt nach kurzer Zeit hier auch schon direkt die Sicherung rein. Vermutung liegt jetzt nahe, entweder ist halt der Motor kaputt oder das Ding hat quasi einen Kolbenfresser. Dass das vielleicht damit zu tun hat, dass der Motor halt so viel Strom zieht. Weiß ich jetzt nicht. Aber was ich jetzt mit diesem Kompressor in Zukunft vorhabe, ich würde das Ding ganz gern umbauen. Jetzt gleich vorneweg. Die Videos werden sowieso erst im nächsten Jahr kommen, dieses Jahr nicht mehr. Das wird wahrscheinlich nicht wirtschaftlich sein, dieses Projekt. Also am besten ist es natürlich, wenn so ein Kompressor kaputt ist. Den Originalmotor gibt es auch nicht mehr bei Güde als Ersatzteil, das habe ich schon nachgesehen.
wäre es am wirtschaftlichsten, das ganze Ding einfach wegzuschmeißen und für 200, 250 Euro, was so ein neuer kostet, einen neuen zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne hier draußen ein Projekt schmieden. Und zwar, es gibt ja diese verschiedenen Arten von Kompressor oder Aufbauen, verschiedenen Arten von Aufbau von Kompressoren. Hier ist ja der Motor quasi direkt hier an den Kolben angeflanscht und der Motor treibt quasi direkt hier unten die Kurbelwelle an, die die Pleuel hoch und runter fahren. Was an diesem Prinzip halt schlecht ist, ist halt einfach, wenn dieser Motor kaputt ist, muss ich halt exakt den gleichen Motor wieder anbauen, damit das System sauber läuft. Es gibt aber noch dieses andere Prinzip von Kompressoren, wo quasi die Kolben auf der einen Seite sitzen, da ist eine Welle dran und ein Riemenrad und der Motor sitzt quasi hier und das Ganze wird halt dann durch ein Riemenrad angetrieben. Das ist meist bei größeren Kompressoren so. Was da halt wirklich der Vorteil ist, ist ganz einfach, wenn der Motor abbrennt, könnt ihr den Motor einfach rausschmeißen, könnt einen neuen Motor da drauf bauen, müsst halt irgendwie gucken, dass ihr das Riemenrad vorne anflanscht. Das ist aber meistens nicht das große Problem. Müsst ihr einfach nur wieder den Riemen auflegen, das Ganze irgendwie spannen und dann läuft der Kompressor wieder. Hier, wie gesagt, ist das Ganze nicht so. Aber ich denke halt einfach, dass ich das Ganze versuchen werde, so umzubauen, dass ich das Ganze hier um 90 Grad drehe, dass der Schaft quasi hier rausguckt. Ich weiß auch noch gar nicht, ob das Gerät hier einen Schaft hat. Sehen wir dann alles, wenn es soweit ist. Und dann quasi hier einen Motor, der auch mit dem Schaft in diese Richtung guckt. Dann zwei Riemenscheiben draufbauen, das Ganze mit einem Keilriemen verbinden und dann sollte das Ganze laufen. Dann vielleicht noch hier vorne einen Greifschutz davor, dass man halt nicht in den laufenden Riemen reingreifen kann. Und dann sollte das Ganze schon wieder rennen. Ich glaube nämlich nicht, dass das Ganze hier einen Kolbenfresser hat, aber auch dazu wieder, wenn ich das Ding zerlege, stellen wir es halt fest. Wenn ich halt feststelle, das Ding hat einen Kolbenfresser, vielleicht kann ich die Kolben irgendwie neu drehen, die Kolben vielleicht auch als Ersatzteil bestellen, weiß ich nicht. Sehen wir, wenn es soweit ist. Genau, und der Plan ist halt einfach hier oben dann eine neue Halterung drauf zu schmeißen, das Ganze passend hinzusetzen und zu verbinden. Ich denke, das wird auch ein paar schöne Videos geben und vielleicht ist das für den einen oder anderen auch hilfreich. Ich weiß auch, mit Kompressoren ist nicht zu spaßen, das ist alles immer ein bisschen, ja, ich nenne das mal gefährlich, aber was halt hier wichtig ist, dass man auf jeden Fall kontrollieren sollte oder wenn man das jetzt auch neu baut, werde ich das auf jeden Fall machen. Der Kompressor hat irgendwo ein Überdruckventil, das ist in der Regel jetzt hier, glaube ich, bei mir ausgelegt, bei 11 Bar. Das heißt, sobald der Kompressor hier unten mehr als 11 Bar hat, geht das Ventil auf und bläst die ganze Luft da raus. Das ist dann schon mal die erste Sicherung. Und eine zweite Sicherung sollte natürlich hier oben dieser Druckschalter sein, dass der halt richtig funktioniert. Der funktioniert hier bei mir, den haben wir ja damals getestet in dem anderen Video zu dem Kompressor. Das verlinke ich euch jetzt nochmal hier oben. Und für alle, die jetzt sagen, vielleicht lag es irgendwie an diesen Starkanlaufkondensatoren, glaube ich nicht. Die habe ich beide jetzt schon neu gemacht. Also wie gesagt, hier ist einer verbaut, hier ist der eine und hier sind die beiden alten. Daran lag es auch nicht. Das dachte ich am Anfang, dass es vielleicht an diesen Anlaufkondensatoren liegt. Aber wie gesagt, die sind beide neu, daran lag es nicht. Die 30 Euro hätte ich mir vielleicht auch sparen können. So, und da ich jetzt hier für diese ganze Lösung jetzt halt noch groß Geld investieren möchte in diesen alten Kompressor, wo ich mir nicht sicher bin, ob er nachher überhaupt noch läuft, werde ich hierfür auch jetzt keinen neuen Motor kaufen. Vorerst, wenn sich das Prinzip bewährt und gut läuft, habe ich mir hier schon überlegt, ob ich mir vielleicht auch so einen 2,2 kW Drehstrommotor kaufe und das Ganze mit Drehstrom betreibe. Aber in der Zwischenzeit sollte das Ganze jetzt erstmal mit diesem Motor hier laufen. Das ist ein 1,8 kW Motor. Den hatte ich vor einem Jahr oder so, hatte ich den mal ausgebaut aus einem Rasenmäher. Der Motor läuft auch noch. Und der hat halt nur 1,8 kW, ist ein bisschen weniger Leistung als der hier. Aber um zu sehen, ob das Ganze funktioniert, ist der noch gut genug, denke ich. So, also jetzt zum guten Schluss komme ich jetzt hier noch schnell mal auf die CNC-Fräse zu sprechen. Mit der CNC-Fräse geht es jetzt voran. Der Bus ist übrigens, ach, habe ich ganz vergessen. Der Bus ist übrigens durch den TÜV, das hat alles reibungslos geklappt. Zwar erst beim quasi zweiten Anlauf, aber dazu mehr, wenn die Busvideos halt soweit sind. Zurück hier zur CNC-Fräse. Hier werde ich jetzt, arbeite ich aktuell auch relativ eifrig dran. Ich habe hier diese X-Traverse ist jetzt soweit fertig. Die ersten Laufwägen sind schon drauf. Das Ganze ist jetzt auch schon halbwegs fest hier dran. Dazu gibt es jetzt auch wieder regelmäßig Videos.